Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die 20 Jahre DJ Ötzi Party und Ende Box von DJ Ötzi. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. 20 Jahre DJ Ötzi von DJ Ötzi. So sieht das Ganze aus. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So, am besten hier aufzuschneiden. Dann machen wir die Folie mal ab. Und so sieht dann die Box aus. Also wir haben hier einen weißen Rahmen rundherum. Dann haben wir den Interpreten DJ Ötzi mit seiner weltbekannten Strickhaube auf dem Kopf. Dann links haben wir hier so strahlende Berge. Und dann lesen wir hier 20 Jahre DJ Ötzi Party ohne Ende. Die Fanbox. Gut, hier unten haben wir dann auch nochmal DJ Ötzi mit diesen strahlenden Bergen. Hier lesen wir dann auch nochmal Albumtitel plus Party ohne Ende. Also ich glaube, der gesamte Albumtitel ist auch wirklich 20 Jahre DJ Ötzi Party ohne Ende. Das ist ein Doppeltitel. Dann haben wir auch wieder Interpret plus dieses Logo. Links dann nochmal 20 Jahre Party ohne Ende. Und auf der Rückseite haben wir dann die Fanbox. Inhalte aufgelistet. Wir lesen hier Doppel-CD, Fan-CD, Bonusmaterial plus unveröffentlichte Titel, exklusive und originale DJ Ötzi Mütze, Jubiläums-Sonnenbrille, Stockwappen für deinen Wander- oder Skistock, exklusive Autogrammkarte, jede Karte individuell gestaltet von DJ Ötzi und Motiv-Postkarten. Jawohl, soweit ich weiß, sind das 4 Stück. Werden wir gleich nochmal schauen. Dann haben wir unten hier noch die Credits und einen Barcode. Gut, das Ganze, eine reguläre Klappbox, geht dann hier seitlich auf. Hier kommt dann auch mal so schwarz mit weißer Umrandung zum Vorschein. Und da kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier als erstes einmal das Stockwappen. Dann haben wir diese weiße Strickmütze. Eine Sonnenbrille in Folie. Die Fan-CD. Das Album an sich, dann hier die diversen Postkarten, wie gesagt 4 Stück an der Zahl, und dann haben wir hier noch eine riesengroße Autogrammkarte. Von innen die Box glatt weiß. Jawohl, dann machen wir die Box mal wieder zur Seite, und nachdem hier die beiden Tonträger plus auch noch die Sonnenbrillenfolie ist, werden wir die erstmal rausholen. So, hier ist auch noch so ein Infozettel. Was haben wir hier dann noch? Distributed by Universal Music. Okay. Dann haben wir hier einmal das Album. Das Doppelalbum. Das sind ja 2 CDs. Und dann natürlich auch noch hier diese Bonus-EP. Die kommt in einem Digisleeve. Bonus-EP, ja, ist ja natürlich kein Rap-Release, sondern es ist eine Bonus-CD in diesem Fall. Kommen wir gleich dazu. Fan-CD nennt sich das, genau, nicht Bonus-EP, Fan-CD. So, dann machen wir das mal zur Seite und starten wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. Wir haben hier wieder DJ Ötzi abgebildet, wie auch schon auf der Box. Das Ganze kommt in einem Standard Jewel Case. Hier lesen wir noch 2 CD. Hier auf der Seite dann wieder in dieser bekannten Farbkombination Rot, Schwarz und Blau. 20 Jahre DJ Ötzi Party ohne Ende. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Und zwar haben wir insgesamt, sage und schreibe, 40 Tracks. Das ist echt eine Riesenanzahl. Und wir haben hier eben 20 Tracks auf CD1 und dann nochmal 20 Tracks auf CD2. So sieht das aus. Dann haben wir unten noch die Credits und einen Barcode. Wir haben jede Menge bekannte Lieder, alte Hits, neue Hits von DJ Ötzi, sehr viele Remix-Varianten, und wir haben natürlich auch einige Gäste auf diesem Album, wie zum Beispiel die Bellamy Brothers oder, wen haben wir noch? Ich glaube, Nick P,
ist mit drauf. Und dann haben wir auch nochmal eine Dame, genau, Marie Wegener. Also Features und Remix jede Menge drauf. Dann kommen wir zum Inhalt. Als erstes werfen wir mal einen Blick in das Booklet. Ist relativ dick. Also, hier haben wir nochmal den Interpreten mit seiner Strickmütze. Und dann hier die Tracklist nochmal. Schöner zu sehen hier, weiß und blau. 40 Tracks aufgelistet. Dann haben wir jede Menge Fotos. Das dürften wohl Kindheit- und Jugendfotos sein von DJ Ötzi. So sieht das aus. Ja, da erkennt man ihn doch ganz gut. Das ist er. Gipfeltreffen 2018. Also das hier Fotos eines Konzerts. Da war mächtig was los. Gipfeltour. Also da dürften wohl diverse Skihütten und irgendwelche Skigebiete bespielt worden sein. Dann wieder hier diverse Eindrücke von Konzerten oder bei der Aufnahme hinter den Kulissen. Und dann haben wir zum Abschluss auch noch die Credits zu diesen einzelnen Tracks. Also wer war daran beteiligt, wer hat das Ganze irgendwie gemacht, produziert etc. Wie sieht das aus mit den Rechten? So sieht das aus. Also jede Menge Info über Credits. Und zum Abschluss nochmal der Interpret mit einer Hand in unsere Richtung. Gut, so viel zum Booklet. Dann kommen wir zur CD Nummer 1. Diese in schwarz-weiß, rot und blau gehalten. So sieht das aus. Klassische CD. Nicht irgendwie eingefärbt. Und dann haben wir auf der Rückseite dann die CD Nummer 2 in blau und weiß, in diesem hellblau-weiß. Und hier dann nochmal das Logo der strahlenden Berge. Okay. Aber mit diesen 40 Tracks nicht genug. Wir haben hier dann auch nochmal weitere Tracks. Und zwar nennt sich das hier die Fan-CD. In dem Fall mit einem blauen Rahmen. Ansonsten ident wie auch schon das Albumcover. Und dann haben wir hier auch nochmal 5 Tracks mit drauf. So sieht das aus. Unveröffentlichte Studio-Demos. Okay. Und dann auch hier wieder die Credits. Barcode gibt es natürlich in dem Fall keinen, da dieses Stück wirklich nur in dieser Box drin war und es nicht so regulär zu erwerben ist. Dann haben wir eine Autogrammkarte mit dabei. Rein von der Optik her sind meines Wissens alle Autogrammkarten gleich gestaltet. Allerdings, was sie unterscheidet, ist natürlich das Autogramm an sich und diese Passage hier. Also diese ist hier wirklich individuell. Das heißt, auf meiner Autogrammkarte steht jetzt hier in dem Fall "Hör auf dein Herz". Allerdings, falls ihr die Box kauft oder vielleicht andere Unboxings anschauen solltet, dann werdet ihr feststellen, dass da wahrscheinlich andere Sätze stehen. Die sind da immer anders gestaltet worden. Rückseite blank weiß, die Autogrammkarte echt groß und im Hochformat. Dann haben wir das Stockwappen. Also sowas habe ich überhaupt noch nie gesehen. Geschweige denn in einer, also gesehen schon, aber nicht als Boxinhalt. Und so haben wir hier so ein weißes Stockwappen mit so einem metallenen Rand. 20 Jahre DJ Ötzi lesen wir hier. Okay, was lesen wir hier? Für Trekkingstöcke. In deiner Hand liegt ein Stück Wanderkultur mit über 130-jähriger Tradition. Willst du das Revival unterstützen, dann sprich mit deinen Freunden darüber und teile ein Foto davon im Netz. Hashtag Bergheil mit Style. Okay, und was lesen wir hier? Das Rohr muss sauber, trocken und fettfrei sein. Bei Bedarf vor dem Bekleben das Stockwappen an das Rohr anformen, bis es bündig aufliegt. Danach erst kräftig festkleben. Okay. Also, ihr kennt das eventuell. Es ist vor allem so alten Wanderern, die haben dann manchmal so einen Holzstock mit dabei. Und da findet man dann ganz viele von solchen kleinen Schildchen, von solchen Wappen. Das ist ähnlich zu vergleichen wie zum Beispiel irgendwelche Fußballfans, die Kutten tragen und dann ganz viele Aufnäher drauf haben. Genauso ähnlich ist das mit diesen Stöcken. Das heißt, man kann sich hier dann diesen 20 Jahre DJ Ötzi auf Stecker dieses Stockwappen hier dran machen, um einfach seine
Fanliebe zu diesem Mann hier zu zeigen. Gut, ich habe einen Skistock, keinen Wanderstock, aber ich glaube, meine Skistöcke lasse ich mal blank und werde das Ganze nicht anbringen, aber das kann natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Dann haben wir noch eine Sonnenbrille, und zwar nennt sich die hier, wo haben wir es? Sonnenbrille Blues, Filterkategorie 3. Okay, also den genaueren Text erspare ich euch an dieser Stelle. Wir haben dann hier eine Sonnenbrille in Weiß, auch hier wieder blau und roter Aufdruck. Wir lesen hier auf dem Bügel 20 Jahre DJ Ötzi und dann auf dieser Seite Party ohne Ende. Ist so eine klassische Sonnenbrille in Weiß gehalten, dann hier noch mit diesen silbernen Elementen an der Seite. Ja, kann man durchaus anziehen bzw. aufsetzen. Dann haben wir Postkarten mit dabei, 4 Stück wie gesagt, also einmal hier, einen Stern, den schenke ich dir heute Nacht, einmal Bella Ciao, einmal 20 Jahre DJ Ötzi, willkommen in der Welt von DJ Ötzi und Amore ist Sterne nach ihr zu benennen. Okay, also hier so Zitate oder Songzeilen mitverarbeitet und dann haben wir hier auf der Rückseite 2 hier, die man zum Geburtstag verschenken könnte, weil es steht hier auch sogar zum Geburtstag und alles Gute zum Geburtstag. Und 2, die sind mehr oder weniger blanko, bis auf dieses DJ Ötzi Logo, die kann man individuell einsetzen. Ja, ob man die sich dann daheim aufhängt oder wirklich irgendwie an Freunde und Bekannte verschickt, jeder wie er will. Und zum Abschluss, als letzten Boxinhalt, haben wir dann noch ein Textilartikel und zwar die Haube, die legendäre DJ Ötzi Haube, wer kennt sie nicht? Hier drin haben wir mal ein Etikett, hier lesen wir DJ Ötzi, auch wieder mit diesem Berglogo und dann haben wir hier noch die Info 100% Polyacryl. Sonst hier nichts weiter zu sehen und ja, das ist eben die Haube, so rein so von der Optik dürfte es echt vom Stil her genau so eine sein, wie sie DJ Ötzi hier trägt, wie sie immer so knapp über den Ohren endet. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt kein großer Kappen- oder Haubenfan, also ich trage relativ selten irgendwelche Kopfbedeckungen. Allerdings für wirklich eingefleischte DJ Ötzi-Fans ist das sicher eine feine Sache. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Strickhaube, dann diese 4 Postkarten, Motiv-Postkarten. Dann dieses Stockwappen hier, die individuell beschriftete Autogrammkarte, die Fan-CD mit insgesamt 5 Tracks, das Doppelalbum mit insgesamt 40 Tracks und die Sonnenbrille. Das alles in dieser wunderbaren Box 20 Jahre DJ Ötzi Party ohne Ende von DJ Ötzi. Das Ganze heute am 4. Januar 2019 erschienen. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr DJ Ötzi unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.